Es ist ein Drama, das sich da in und um Griechenland abspielt und manches deutet ja inzwischen sogar darauf hin, dass es nun doch bald zu einem Ende kommen könnte, zu einem für Griechenland vielleicht sogar wenig erfreulichen Ende, dem Rauswurf aus der Währungsunion nämlich, denn darüber wird inzwischen zumindest gesprochen. Lange Zeit galt das ja als Tabu. Gestern hatte die griechische Regierung schriftlich zugesichert, noch einmal 325 Millionen einsparen zu wollen. Griechenlands Präsident verzichtet sogar auf sein Gehalt. Eine symbolische Geste aber trotzdem. Ob das alles am Ende reicht, man weiß es nicht. Die Euro-Finanzminister hatten sich gestern Abend noch einmal in einer Telefonkonferenz beraten. Und dabei ist rausgekommen, dass sie nun am Montag über die nächste Hilfstranche für Griechenland entscheiden wollen. Heiner Flassbeck ist Chefökonom der UNCTAD, der UN-Organisation für Handel und Entwicklung. Guten Morgen, Herr Flassbeck. Guten Morgen. Wie schätzen Sie das ein? Wird Griechenland bei alledem am Ende vielleicht tatsächlich den Euro doch noch verlieren? Naja, man hat von Anfang an von Griechenland etwas praktisch Unmögliches verlangt. Und wenn man etwas Unmögliches verlangt, kommt etwas Unmögliches heraus. Das ist die einfache Logik dieser Sparpakete. Das erste Sparpaket ist schon gescheitert, obwohl Griechenland sehr viel getan hat. Der Internationale Währungsfonds hat es bestätigt, Griechenland hat sehr viel getan, hat eingespart. Aber was offensichtlich immer noch nicht begriffen wird in Brüssel und in Berlin und sonst wo, ist, dass ein Land nicht einfach sparen kann. Griechenland war in einer schweren Rezession und wenn der Staat dann einfach übergeht zum Sparen, dann wird die Rezession noch schwerer. Und dann gelingt das Sparen nicht, weil die Einnahmen nicht gegeben sind. Es ist eben nicht wie bei der schwäbischen Hausfrau, die gegebene Einnahmen hat und einfach ihre Ausgaben senkt und dann sinken ihre Schulden. So funktioniert das leider bei einem Land nicht. Aber anscheinend, muss ich sagen, hat man das immer noch nicht begriffen. Und Sie sagten gerade diese 325 Millionen, diese Zusage. Ich meine, das ist absolut lächerlich. Niemand weiß, ob in diesem Jahr in Griechenland die Wirtschaft um -5 oder -6 oder -8% einsinken wird. Und dann verlangt man symbolisch 325 Millionen Einsparung, was erstmal eine lächerliche Summe ist. Und zweitens, niemand vorhersagen kann, ob das überhaupt irgendwann irgendeine Rolle spielt. Aber die Daumenschrauben waren noch nicht fest genug, also zieht man sie noch fester, ohne zu verstehen, dass man in der Tat, wie ich sagte, etwas Unmögliches verlangt. Also Ihnen ist das einfach zu viel Spardruck auf Griechenland. Aber Herr Flassbeck, was wäre die Alternative? Sollten die EU-Staaten, sollte die Welt gutes Geld schlechtem hinterherwerfen? Denn dass die Griechen ihre Wirtschaft eigentlich in all den Jahren, die sie mit beim Euro dabei gewesen sind, nicht auf Kurs gebracht haben, ist ja klar. Naja, nee, das ist eben nicht so klar. Das ist ein beliebtes Vorurteil, besonders in Deutschland, aber es ist eben nicht so klar. Sie haben Griechenland da durchaus hohe Wachstumsraten gehabt, hat hohe Produktivitätszuwächse gehabt. Aber eine unglaubliche Staatsverschuldung bei alledem. Nein, also unglaublich, ja, unglaubliche Staatsverschuldung. Die klar, Staatsverschuldung war hoch, aber was noch höher war, war die außenwirtschaftliche Verschuldung. Und das ist das eigentliche Problem, mit dem ganz Europa kämpfen. Das ist eben kein griechisches Problem, sondern das ist ein Problem ganz Südeuropas gegenüber Deutschland. Denn Deutschland hat ja die entsprechenden Überschüsse. Irgendjemand muss ja Überschüsse machen, wenn die anderen Defizite machen. Also Herr Flassbeck, nur um das zu erklären, das ist also der Gedanke, den man auch in dieser ganzen Diskussion immer mal wieder hört. Deutschland allen voran hat seine Wettbewerbsfähigkeit so sehr verbessert, dass das auf Kosten der Südländer geht. Ist das tatsächlich so schlicht? Ja, das ist natürlich so. Wir haben eine Währungsunion ist allererst vor allem nicht eine Schuldenunion, sondern eine Inflationsunion, also eine Preisstabilitätsunion. Und wir haben uns verabredet, ein Inflationsziel von 2% zu machen. Das hat Griechenland überschritten und die anderen Südeuropäer. Und Deutschland hat es massiv unterschritten. Auch das war nicht erlaubt. Das wird nur einfach totgeschwiegen, weil Deutschland mit Machtpolitik sich darüber hinwegsetzt. Aber inzwischen ist in der internationalen Diskussion, in der gesamten angelsächsischen Diskussion, in der französischen Diskussion, ist völlig klar, dass das entscheidende Problem ist und nicht die Schuldensituation der öffentlichen Haushalte. Was würde das konkret für die deutsche Politik heißen? Müssten wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verschlechtern, die Löhne massiv erhöhen, um da auf einen geeigneten Level zu kommen? Massiv nicht, aber erhöhen muss man sie. Man muss über 10 Jahre ist es auseinandergelaufen. Also sagen wir, geben wir uns 10 Jahre, um es wieder zusammenzubringen. Auf jeden Fall muss Deutschland relativ seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Europäern anpassen, auch verschlechtern. Aber das, wie gesagt, in 10 Jahren, wenn in Deutschland jetzt die Löhne über 10 Jahre deutlich stärker steigen als in den vergangenen 10 Jahren, nicht massiv, sondern deutlich stärker, so dass sie ein bisschen über der Produktivität liegen, real gesehen, dann hat Deutschland immer noch 10 Jahre lang absolute Wettbewerbsvorteile und erst nach 10 Jahren würde es die verlieren. Nur Herr Flassbeck, Ein Anpassungsprozess gestalten, bei dem auch nicht jetzt insgesamt in Europa eine Deflation entsteht. Das ist ja die große Gefahr, dass jetzt durch diese Lohnkürzungen überall
und diese Sparen der Staaten eine Deflationssituation entsteht, die dann wirtschaftspolitisch gar nicht mehr zu managen ist. Aber das klingt mit Verlaub schwer nachvollziehbar, dass Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit jetzt auf einmal verschlechtern müsste, ja, wo es so viele Jahre geheißen hat, wir müssen wettbewerbsfähiger werden. Das ist doch, viele werden sagen, irrsinnig. Ja, das war auch schon immer falsch. Das ist das Irrsinnige, dass man eine Politik gemacht hat, die schon immer falsch war, die nie eine reale Grundlage hatte, weil gegenüber Ländern, die ihre Wechselkurse ändern konnten, damals noch vor der Währungsunion, konnte man seine Wettbewerbsfähigkeit nie systematisch verbessern. Das war immer eine große Illusion von vielen Leuten in Deutschland. Aber früher oder später hat die D-Mark dann aufgewertet und da war die Wettbewerbsfähigkeit wieder futsch. Nur in der Währungsunion, da hat das mal funktioniert. Nur mit der Folge, dass dort die Länder, die jetzt nicht abwerten können, wie Griechenland und die anderen Südeuropäer, auch Italien, Spanien, dass die wirtschaftlich am Ende sind. So, was haben wir jetzt erreicht? Wir haben nichts erreicht mit dieser ganzen Politik. Nur das, worüber wir jetzt reden, hilft ja den Griechen konkret wenig. Jetzt geht es ja darum, wie die aus ihrer Wirtschaftskrise, aus ihrer Schuldenkrise herauskommen. Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Weg, der dann also nur heißen würde, immer mehr Geld hineinpumpen im Moment? Ja, im Moment muss man diese Länder finanzieren. Wie gesagt, dieses Sparen, dieses einseitige Sparen funktioniert nicht. Man muss sie finanzieren, man muss sie überbrücken, die Lage überbrücken. Das wird 10 Jahre dauern. Und das kann man bedingungslos man finanzieren. Wir haben sie ja in diese Schuldensituation hineingetrieben, also müssen wir die finanzieren. Es wird jetzt nur von einer privaten auf eine öffentliche Finanzierung umgestellt. Also man muss jetzt nicht glauben, dass Deutschland nicht mehr zahlt. Deutschland hätte sowieso gezahlt. Und wenn die Länder nicht wettbewerbsfähig werden, können sie sowieso niemals zurückbezahlen, dann ist das Geld alles verloren. Also wir müssen dafür sorgen, dass sie wettbewerbsfähig werden. In einem allmählichen Prozess, nicht über Nacht geht das nicht, weil über Nacht geht es nur, wenn sie ausscheiden und abwerten. Und dann können wir hoffen, dass wir jemals unsere schönen Euros, die wir dahin exportiert haben, wiedersehen. Und das ganz ohne Daumenschrauben an Griechenland? Also Griechenland kann machen, was es will und bekommt trotzdem Geld? Ich spreche nicht von ganz ohne. Natürlich muss man Bedingungen stellen. Aber Bedingungen in einem Wachstumsprozess, nicht Bedingungen in der tiefsten Rezession, die dieses Land jemals hatte. Nicht Sparbedingungen, wenn alle sparen, die Privaten sparen, die öffentlichen Haushalte sparen. Ja, wie soll diese Wirtschaft sich denn berappeln? Das ist vollkommen unmöglich. Wir haben das auch mal begriffen, 2008, ganz kurz, in einem hellen Moment, hat Deutschland das auch begriffen, hat auch die öffentlichen Defizite erhöht, weil alle gespart haben. Nun, jetzt sind die Griechen in der gleichen Situation schon seit 2 Jahren und wir sagen, nein, ihr müsst weiter sparen, 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 egal was sonst passiert. Und das kann niemals funktionieren. Die Diskussion um Griechenland und die Frage der richtigen Hilfe, das war Heiner Flassbeck, der Chefökonom der UNCTAD, der UN-Organisation für Handel und Entwicklung im WDR 5 Morgenecho. Es wird 7:15 Uhr, 15 Minuten nach 7.